Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening hier auf unserem Kanal. Ich bin's, der Dennis, und heute werden wir verschiedene Tinboxen öffnen, die uns der Osterhase gebracht hat. Denn wie ihr wisst, ist heute Ostersonntag. Und wir haben 6 Stück plus eine zusätzliche Tinbox, die wir ganz am Ende dann aufmachen werden. Und das ist die hier. Eine der neueren Frühlingstins. Aber zuerst machen wir die 6 hier auf. Und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Mal ein bisschen Platz. Und wir fangen mit Marshadow an. Oh, hoffentlich ist das hier alles so gut. So. Und wir fangen mit der allerersten Tinbox an. Ich hoffe, ihr habt einen guten Sonntag bisher. Und habt eure Ostergeschenke schon erhalten. Vielleicht auch ein paar Karten. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wir plündern jetzt diese 7 schönen Tinboxen. Code gibt es mal hier. Und dann wollen wir erstmal hier die Promo befreien, die doch ganz gut rausging. Und auch ganz gut aus, hier bis auf ein paar Necks hier. Aber ist okay. So, wir hoffen natürlich auch viele Pulls. Und das Ganze kommt mit 4 Boostern. Und viel Müll. So. Die Tinbox machen wir mal dazu. So, dann fangen wir gleich mal an mit den ersten 4 Boostern. Ja, dann erzählt mal, Leute, was habt ihr denn so zu Ostern gekriegt? Oder bekommt ihr noch? Weil, naja, wir wissen ja noch nicht ganz genau, wann wir dieses Video jetzt hier hochladen. Und wir fangen an mit einer Feenenergie, einem Akkub, Rotom Pokédex, Nestball, ein Enton, ein Habitak, ein Dratini, ein Wommel, ein Lumpy, die Reverse ist ein Alola Dicta und die erste Rare ist ein Costurso. Ja, ist nicht ganz ein Osterhase, aber ein Osterbär. So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Reverse und zack und Bulk kommt dahin. Unsere Hits kommen, ich muss mal... So, und Stunde der Wächter. Code an die Seite. Ja, wie gesagt, lasst es uns wissen, was ihr so geschenkt bekommen habt oder ob ihr noch was geschenkt bekommt. Wir waren natürlich fleißig und haben ein paar Videos gedreht für euch. Am Mittwoch fängt dann die neue Staffel Give It or Take It an. Und die Rares ein Morbitess. Neue Staffel, ja, die ein bisschen anders sein wird, aber mehr verrate ich erstmal nicht. Und wir haben wieder nur Schrott. Nein, Quatsch. Ja, also wir hoffen jetzt mal mindestens, wir haben jetzt 24, 28 Booster, also mindestens mal 6 bis 7 Hits sollten drin sein. Was man sich hier so wünscht, aber naja, man kann sich viel wünschen. Togedemaru, ein Rollum und ein Pampros. Rare hier. Rollum ist keine Rare. Ja, die erste Box bisher ziemlich mager. Aber das kann sich noch ändern. Und wir haben ein Vegeta, ein Zaplalek, Bisofang, Sankabu, ein Hoothoot, Tangela, Rakwa, Iskala. Letzten Sonntag habe ich gegen dieses Vieh beim PPP gekämpft. Ein Raupi und ein Tangolos. Die erste Box war uns nicht gnädig. Kein Hit. Wollen wir mal schauen, ob Necrozma uns hier mehr Glück bringen kann. Ah, diese Folie hier immer. Eigentlich auch eine coole Idee. Nicht Ostereier suchen, sondern Tinboxen suchen. Das ist doch bestimmt... was ganz Feines. Und wir haben auch hier wieder drei Booster? Wir haben 4 Booster an der Zahl, ein Code, eine Menge Müll und eine Promo. Die, ja. Leute, PSA 10. Nein, Spaß. So, ich hoffe, man hört den Müll jetzt nicht so im Hintergrund. Und weiter geht's. Ach, machen wir mal nach den Flammen zuerst auf.
ja, bald kommt auch das neue Set, beziehungsweise was heißt bald, in einem Monat. Den deutschen Namen, den habe ich bisher noch nicht drauf. Wir haben ein Bundlebee, ein Bromley, das sehen wir uns auf. Dann haben wir ein Rollum, ein Toxipad, Seeper, Wommel, Ladybar, ein Alola Slimer, ein Grillcheater und die Rare ist ein Elevoltag. Naja. Die Glurak-Boxen letzte Woche, die waren auch nicht gerade berauschend. Wir haben nur einen Hit rausgeholt, ein Full Art Lunala. Wer das Video noch nicht gesehen hat, bitte zurück und auch die ganzen anderen Videos alle anschauen. Give it or take it, auch anschauen. Und ein Quartermark. So Leute, Stunde der Wächter. Stahlenergie, Plätscherhügel, ein Costurso, Latanecto, Mollung, ein Velursi, Fleckmon, Lusardin, Nasknet, ein Tektas in Reverse und die Rares, ein Fiaro. Naja. Und Sonne, Mond, kannst du uns retten? Und wir haben eine Finsternisenergie. Tali, Arboretos, Pokéball, Carnivana, Pepek, Garnuvel, ein Snubbull, ein Ibitak, Team Skullrüppel und ein Gravel in Non-Holo Rare. Naja, die zweite Box war auch nichts. Dann machen wir mal weiter mit Marshadow. Ja, ich bin momentan im Urlaub bei meiner Familie in Polen. Also wenn dieses Video hochgeladen wird, dann bin ich gerade ganz weit weg. Aber für euch müssen die Openings natürlich weiterlaufen. Also habe ich es schon mal einen Tag vorher für euch aufgenommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe immer noch auf Puls. Denn irgendwie wäre das schon ein bisschen traurig, wenn man 7 Boxen aufmacht und nichts zieht. Also ich wäre mit jedem Pull wäre ich zufrieden. Wir haben jetzt hier eine Stahlenergie, ein Grillcheater, ein Safkon, ein Zwirklob, Riolu, Wommel, Zapladin, ein Zwirlicht, das ein Depp hinlegt, Iskala, Toxipad und die Rare ist ein Tektas Full Art. Oh, wie schön ist die denn? Ja, wunderschöne Karte. Ich finde sowieso die Full Art, die die Pflanzen Full Art sehen mega aus mit diesem Hintergrund. Coole Sache. Na, das freut mich. Der erste Hit. Also die dritte Box. Was war das? Marshadow, du bringst uns Glück. Hoffentlich geht's weiter so. So ein Rainbow Rare Glurak, das wäre doch geil. Rainbow Rare Glurak. Und ich glaube, die Tints sind bezahlt. Kirlia, Bundlebee, Poo, Toxipad, ein Sneeble, ein Alola Vulpix, Seeper, FM, ein Dooflaw in Reverse und die Rare ist ein Zwirrfenst in Holo. Na, immerhin. Nur ich habe jetzt die orangen Sleeves gerade nicht da, deswegen lege ich das einfach mal hier auf den Rare-Stapel. So, wir haben Stunde der Wächter. Code. Wie ihr auch sicher also gesehen habt, ich war letzte Woche zu Gast bei Pokepack Players, also auf Saschas eigenem Channel. Zu Gast als hier Wundertausch-Battler. War sehr lustig. Aber nun geht's weiter. Elfun und die Rare ist ein Morbitest schon wieder. Und die Elfun kommt dahin. Und letztes Pack für Box Nummer 4. Nummer 3, Entschuldigung. Base Set Sonne und Mond. So ziemlich das schwächste Set im Moment.
mit den, ja, ich sag's jetzt mal, weniger wertvollen Karten, außer dem Hyperball, ein Evoli mit Energie Evolution, ein Enton, Habitak, Dratini, Pelipper und die Rare ist ein Alola Dictrine Holo. Naja, immerhin ein Hit für diese Box. Dann machen wir mal weiter mit Ho-Oh, weil da hatten wir noch keine. Der Phönix aus der Asche. Hoffentlich steigen jetzt hier die Puls aus wie aus der Asche. Lieber Pullgott Ho-Oh, auch wenn ich Lugia mehr mag. Wer auch für Lugia ist, bitte Hashtag Lugia. Aber das Ho-Oh sieht auch nicht schlecht aus. Und wir haben wieder einen Code und wir das schon. Ja. Ohne Mist, ey. So viel Müll. Ich müsste einen eigenen Müllcontainer anlegen. Und wir haben eine Hobotin. Die legen wir auch zur Seite. Und öffnen wieder 4 Booster. Ach, was soll's, komm, ein Code zu Ostern. Es ist ja Ostern. Und eine Wasserenergie. Ein Fluchtseil. Nicht, dass wir noch flüchten müssen. Ein Sonnenfehl. Bundlebee. Riolu. Mauzi. Alola Vulpix. Eine Reißlaus. Hier. Playset. Oder beziehungsweise Playline. Glibunkel. Ein Porygon 2. Und die Rare ist ein Serapendra. Ach, warum lege ich denn das hier hin? Serapendra. Und weiter geht's. Also, irgendwie ein bisschen ernüchternd. Aber wie gesagt, Tinboxen sind wie Lotto spielen. Man weiß nie, ob man gewinnt. Die Tracy hebe ich mir auch auf. Raupi, Rihorn, Sankabu, Huthut, Alola Radfratz und die Rare ist ein Garados! wer den jetzt kennt, der weiß Bescheid. Oh Mann, ich bin so durch. Sonne, Mond, Base. Wir haben hier ein Trompec, ein Golbat, ein Energieumschalter, ein Makuhita, Ibitak, Mabula, ein Traumato, eine Krabbox, ein Mabula in Reverse und die Rare ist ein Smetbo. Ja, nicht ganz, aber fast. Und ein Stunde der Wächterbooster. Mal sehen, ob uns das mal wieder ein bisschen wohlgesonnener kommt. Hä, ist noch Reißlaus in Stunde? Ja, ist klar, genau. Hier, auch Stunde der Wächter. Bei euch. Bitteschön. Und weiter geht's. Na Leute, was ist denn das hier für ein Osteropening? Mit einem Pull. Mediras, Skorgro, Pixie, ein Reißlaus, ein Viscora, Lusadin, Gelatini, ein Pipi, Knofensa und die Rare ist ein Tali Full Art. Ja, wunderbar. Oh, diese Karte, das ist auch so wunderschön mit diesem Alola Raichu. Sehr schön. Irgendwie wirkt meine Softbox nicht heute so, wie sie soll. Na egal. Aber schön, ein Tali Full Art. Immerhin. Immerhin noch ein Pull aus dieser Box. So, Reißlaus, mach dich mal weg. Knofensa, zack. Und weiter geht's mit einem erneuten Marshadow. Ich wollte 6 Hits haben. Leute, können wir mit 3 Boxen noch 4 Hits machen? Ich hoffe es doch. Ich hoffe. Ups. Und ein Marshadow. Das kommt hier hin. Komm, gibt auch noch einen Boxcode für euch. Na, ihr werdet heute aber richtig beschenkt. Viel Spaß damit. Und wieder 4 Booster. Und eine Menge Müll. Ach, ich fange jetzt mal mit Sonne und Mond an. Und wir haben eine Wasserenergie, schon wieder. Ein Marikek, ein Rockkaiman, ein Pelipper, Pepek,
Habitak, hier sind ja nur Vögel drin. Imantis, Bobungus, Panzereron, ein Enthorn und die Rare ist ein Knirrfisch. Naja. Komm, hier. Codes für alle. Naja, eigentlich immer nur für einen, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Wir haben eine Feenenergie. Können wir ein Gardevoir ziehen? Wäre schön. Eine Myla, ein Kilia, Bundlebee, Trassler. Also drei Feen hintereinander. Das soll was heißen. Krabbox, Sneebel, Toxipad, ein Seeper, ein Kilia, noch eine Fee. Und die Rare ist ein hässliches Alola-Radikal. Bleh. Code zur Seite und weiter geht's im Programm mit einer. Also langsam muss ich echt flüchten. Eine Pia, Mount Lanakila, Alola Vulpix, Trassler, Alola Slimer, Sneebel, Glumanda, noch ein Fluchtseil in Reverse und die Rare ist ein Alola Vulnona. Schöne Karte, hat man im Vulnona Deck gespielt oder spielt man immer noch? Und wir haben eine Stunde der Wächterbooster. Und ja. Tarnel, Tentacha, Pipi, Schmerbe, Carnivana, ein Multitausch. Und die Rare ist ein Voluminas. So, wir haben jetzt noch zwei Boxen vor uns. Mal ein bisschen den Bulk wegpacken. So, was war das für ein Code? Tinbox Marshadow, war das der, den ich euch gegeben habe? Keine Ahnung. Machen wir so. So, die letzte Box ist ein Ho-Oh. Also, nein, die vorletzte Box ist das Ho-Oh. Und ja. Wir wollen mal hoffen, dass da jetzt mal was drin ist, was uns ein bisschen umhaut. Ja, der Deckel haut uns um. Der Deckel haut uns um. Blub. So, sieht ganz gut aus. Ja. Wenn ihr jetzt ein bisschen mit uns schreiben wollt oder wie auch immer, könnt ihr uns auch gerne auf unserem Discord adden. Dort bieten wir auch öfters mal Bulk Trades an, Auktionen. Vielleicht starten wir demnächst auch ein paar Gewinnspiele auf Discord, um ein bisschen was zurückzugeben. Für eure Unterstützung, für das fleißige Zuschauen unserer Videos. Und ja, wie gesagt, ihr profitiert vom Zuschauen oder beziehungsweise vom Angucken unserer Videos. Ist das nicht toll? Denn wir machen die Karten auf und ihr könnt sie eventuell gewinnen. Ja, wir haben ja sowieso ja die Give It or Take It Reihe, die jetzt in Staffel 2 übergeht, jetzt am Mittwoch. So viel kann ich verraten. Ich werde eine Raichu GX Collection aufmachen mit einem Full Art Raichu. Also wer das nicht verpassen möchte, Cosmovum. Wer das nicht verpassen möchte, sollte möglichst am Mittwoch wieder vorbeischauen und hoffen, dass sich der Pott richtig schön füllt. Was der Sascha jetzt am nächsten Sonntag aufmachen wird, weiß ich auch noch nicht. Das wird eine Überraschung für. Und ein Machomai GX. Zwar nicht die beste Karte, die man aus dem Set ziehen sollte, könnte, wollte, aber wir haben einen Hit. Und vielleicht haben wir noch Glück und wir können tatsächlich 6 Hits aus diesen Boxen holen, wenn jetzt hier noch was drin ist. Also, Leute. Wir brauchen Glück. Und das eine Menge. Wie gesagt, oh mein Gott, guckt euch mal die Energiekarte an. Die ist ja richtig RIP. Kaputt. Kannst du nicht voll schneiden mit. Ein Phenontor, ein Kuckmada, Ultrigaria, Paragoni, Schwalbini, Balma, Unratytox, ein Miniras, ein Tarnel. Und die Rare ist ein Morbitesse schon wieder.
Ja, wie gesagt, Sonntag dürfte oder müsste wahrscheinlich dann. Ich bin mir nicht sicher, aber ob wir jetzt die schillernde Darkrai GX-Boxen jetzt endlich mal bekommen oder nicht, das steht noch in den Sternen. Aber da sollte auch noch demnächst ein etwas größeres Opening folgen, vielleicht. Oder ja, eigentlich wollten wir das zusammen aufnehmen. Oh, Pia und ein Smetbo. Wollten wir das zusammen aufnehmen. Am 20., also um den 20. April sind wir dann auch zusammen auf einem Pre-Release in Leipzig, soweit ich weiß. Also wer aus dem Raum Leipzig kommt, sollte zum Pre-Release kommen. Jedoch weiß ich noch nicht ganz genau, wo das ganze Pre-Release stattfinden wird. Das müssen wir auch noch erfragen. Und jetzt machen wir hier die Abendmähne Necrozma GX Tinbox auf. Und wollen wir mal hier auf krasse Puls hoffen jetzt, natürlich. Ja, also wie gesagt, wir sind dann das ganze Wochenende sind wir in Leipzig. In Leipzig und Umgebung, sagen wir es mal so. So, mal schauen hier. Ich habe schon gehört, hier soll ein Schrottbooster drin sein von Evolution. Und tatsächlich, hier ist ein hässliches Evolution Booster drin. Wer braucht denn sowas? Niemand. Und natürlich die Promo, die sehr geil ist und auch top in Schuss. Sehr schön. Also diesmal waren alle 7 Promos nicht kaputt. Nicht kaputt und wunderbar in super Zustand. Auch die Box sieht auch mega geil aus. Also ist mal wieder ein schönes Design. Ich finde sowieso auch die Ultra Prisma Booster im Vergleich zu den anderen Boostern sind sehr gelungen, weil diese Prisma Struktur ist einfach nur awesome. Und ich mache jetzt hier dieses bescheidene Evolutions Booster auf. Die Serie habe ich total verpasst, ey. Wie viele waren das? 1, 2, 3 wahrscheinlich, gell? So, ich kann es mir nicht merken, aber es wird so sein. Und wir haben einen Smogon im Oldschool-Style. Ein fliegendes Pikachu als Secret Rare. Aber warum ist sie jetzt hier so weit vorne? Na, keine Ahnung. Ein Alpollo, ein Ponita, Sandan, ein Vulpix, ein Nidoran, ein Fukano, die Reverse ist ein Pikachu und die Rare ist ein Yugong. Ja, ne, so viel zum Thema Evolution. Und weiter im Programm wieder ein Code für euch. Bitteschön. Und wir haben wieder ein Emolga. Groink, Samantha, Nebulak, Hunduster, Entschuldigung, ich bin gerade voll aus dem Bild, ein Miniras, ein Schnuthelm, ein Hunduster in Reverse und die Rare ist ein Regieis in Holo. Naja, immerhin. Dann machen wir jetzt mal Stunde der Wächter auf und hoffen auf den Pullgott. Scheiße, habe ich den Kartentrick jetzt schon gemacht? Nein. Habe ich nicht. Und die Feenenergie. Sicher mal, Leute, ich bin so verwirrt, dass ich nicht mal mehr hier meinen ganzen Stack richtig ordnen kann. Hups. Tentoxa, Topftrank, Maschok, Reißlaus, Viscora, Lussardin, Gelatini, ein Pipi, ein Kurelei und die Rare ist ein Elesaat. Na, toll. Wow. So, und das letzte Booster für heute ist ein Ultra Prisma Booster. Auch hier der Code für euch. Schreibt in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Macht nämlich irgendwie keiner. Und wir haben hier eine Stahlenergie. Ein Aggregatenergie Stahl Elektro Psycho. Plyprin. Ein Kommandutan. Ein Quatermark. Beide Affen. In einem Booster. Shinox. Owei. Magnetilo, Bamelin, Zankabu und die Rare ist ein Hippoteros. Ja, Leute, das war's. Die Puls waren, naja, mager, aber wir haben immerhin 3 Stück. Ein
Full Art Tektas, einen Full Art Tali und einen Machomai GX. So viel zum Osterglück. Eine Handvoll. Oh, was ist denn das hier eigentlich? Eine Handvoll Promos, ein bisschen spielbare Trainer, mehr oder weniger. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal zur Erinnerung, schaut bei uns auf Insta vorbei. Schaut auf Insta vorbei, kommentiert, liked, abonniert, teilt die Videos, dass jeder sie sieht. Ja, wie gesagt, lasst Kritik da. Ihr seid einfach awesome, Leute. Ihr schaut jeden Sonntag unsere Openings, ihr guckt jeden Mittwoch unsere Give It or Take It. Ihr feiert dieses Format so sehr. Wir gehen in die zweite Staffel. Jetzt am Mittwoch geht's rund. Und ja, wie gesagt, das war's dann von mir. Ich genieße jetzt noch meinen letzten Tag Urlaub. Und ja, wir sehen uns bestimmt wieder. Haut rein. Ciao.